Komm hoch. Schnell. Nee. Die Demo geht ja nur 60 Minuten. Durchhalten. Das bedeutet, nach den 60 Minuten ist die Demo vorbei. Aber danke. Da ich die falschen Vorbereitungen getroffen habe, konnte ich den Timer nicht zurücksetzen. Dementsprechend spielen das. Ja, hoffentlich. Bin das richtige Spiel. Komm, es hält. Da geht's raus. So kommen wir hier raus. Ein Glück. Will schon mal nur. Aber was dann? Im Dorf sind immer noch diese Monster. Wir haben keine Chance. Es sind zu viele. Hey, sag doch sowas nicht. Wir finden ein Versteck für dich, bis ich meine Tochter finde. Ich glaube, sie könnte in dem Schloss sein. Nein, dort gibt es nichts außer Blut und Tod. Und ich wäre ganz allein, bist du... Vater? Oh. Elena, nicht! Das ist nicht mehr dein Vater! Elena! Oh. Er hat mich erkannt! Vater! Du bringst dich noch um! Nicht bewegen! Los, nimm meine Hand. Geh, Ethan. Rette deine Tochter. Elena, du schaffst das. Nimm meine Hand. Scheiße, nein. Wieso müssen alle sterben? Das ist einfach nicht fair. Ethan hat nur noch 3 Finger auf der linken Hand. Na gut, ich will mal gucken, ob es hier noch irgendwas zu finden gibt. Ich versteh's nicht. I just don't get it. Ich auch nicht. Aber es ist irgendwie so ein typisches Klischee. Kann ich hier irgendwas herstellen? Ja. Erste Hilfe. Wunderbar. Habe ich das nicht erklärt? Ich habe mir das Spiel nicht vorbestellt, aber ich habe mir den Key günstiger geholt, nach ein bisschen Suchen. Und dementsprechend habe ich wieder die... Von vorne los. Dementsprechend habe ich die 80-Euro-Version für 70 gekriegt. Ah, ja, genau. Jetzt müssen wir das nehmen. Nehmen den Schraubenzieher, machen das auf und können dann das nehmen. Und damit kommen wir dann zum Schloss. Hat er auch gerade eben gesagt, du Lümmel. Also von daher... Ich wollte mir das Spiel eigentlich nicht für mehr als 30 Euro gönnen. Aber für 37 kann man sich das schon mal gönnen. Ja, natürlich auf eigene Gefahr. Wenn der Key jetzt abgelaufen wäre, wäre es natürlich blöd gewesen. Aber ich hatte Glück. Manchmal muss man einfach ein bisschen... Das sind draußen die Glocken. Ich dachte schon. So, wir müssen jetzt hier lang und kommen dann zum Schloss, theoretisch. Aber ich würde gerne den Dietrich, aber da kann ich auch noch nicht hin, weil das hier ist ja verdeckt. Oder? Komme ich hier hin? Ja, es war klar, dass ich da nirgends hinkomme. Ah,
komme ich bestimmt später nochmal hin. Hier soll es ja viel Backtracking geben. Ich hoffe nicht zu viel. Ich glaube 4 oder 5. Also ich habe nicht allzu lange gesucht. Muss ich ganz ehrlich sagen. Der Tod. Hm? Ja. Der Tod findet sie alle. Ich sie nicht. Nee. Die lassen wir mal in Ruhe, die Olle. Aber die scheint ja irgendwie keine Probleme zu haben. Na gut, wollen wir mal. Ja, wie gesagt, das mit den 60-Minuten-Demo war natürlich ärgerlich. Zumal die Zeit hier dann auch durch war. Und bei der Demo hat dieses Ding hier gefehlt, was komischerweise hier schon drin ist. Ich will aber den Dietrich holen. Ich will den Dietrich hier unten haben. Nur Blut und Tod. Na dann. Ja, kein Problem. Kriegen wir hin. Trotzdem würde ich gerne, hier ist alles zu, ne? Vielleicht kann ich von hier... Nee, aber hier war ich auch schon. Das bedeutet, ich muss da irgendwie hin. Es muss irgendwie möglich sein, da hinzukommen. Von der anderen Seite verschlossen. Hier komme ich auch nicht durch. Hier komme ich nicht weiter. Ich habe mal zur Vorsicht gespeichert für den Fall, dass ich irgendwie was vielleicht mache, was ich nicht machen soll. Man weiß ja nicht, wie es mit Respawn und so ein Shit hier ist. Noch eine Chemikalie gefunden. O große Lykans, sagenhafte Wolfsmonster von einst, möget ihr kommen und uns unser Fleisch nehmen. Möget ihr kommen und uns zu einem... und uns bei lebendigem Leib zerreißen. Was? Nicht einfach selbst die Kugel geben. Was soll denn das für ein Kack? Der die beschworen. Das Schloss ließe sich leicht knacken. Ja, das ist natürlich schön. Das bringt mir alles nur nicht viel. Wenn ich hier nicht weiterkomme. Auch zu. Gut, also entweder hier in dem Haus war ich auch schon. Das ist nämlich jetzt die Frage, ob ich es jetzt verkackt habe, dass ich den Dietrich nicht mehr kriege oder weil ich die beiden roten Häuser noch nicht... Und aber hier war ich auch schon. Oder komme ich von hier lang? Na gut, von da kam ich, bin dann hier lang gegangen. Und hab hier wahrscheinlich den Dietrich vergessen. Aber ist das so gewollt? Es wäre natürlich echt doof, wenn du den Dietrich nicht kriegst, wenn du den beim ersten Mal total verkackst. Das wäre echt dämlich von Capcom. Rip-Rabe. Na, ein bisschen Money. Warum eigentlich nicht? So, ansonsten komme ich hier nicht weiter. Kann ich bestimmt, so wie es aussieht, mit dem Boot noch was machen. Ist da oben nicht noch ein Weg zu dem Haus? Meinst du hier? Da, wo das Vorhängeschloss ist? Aber das Vorhängeschloss, dafür brauche ich doch den Dietrich.
Hier ist noch ein Weg zum Haus. Da war es, da ist ein Brunnen. Ich gehe nochmal zurück, bevor ich zum Schloss gehe. Es scheint gerade ein bisschen ruhig zu sein, obwohl die Ruhe trüben kann. Was ich aber eigentlich begrüßen würde. Weil die Viecher doch gefühlt ein bisschen viel aushalten. Ich hätte sie vielleicht auf leicht spielen sollen. Ich könnte natürlich gucken, ob ich hier... Hier komme ich nicht rein. So, hier komme ich auch nicht rein. Hier ist ein Weg. Aber der wird hierdurch versperrt, durch diesen Heuwagen. Und ich kann nicht springen. Also von daher, dieser Weg ist nicht. Der ist von der anderen Seite verschlossen. Das bedeutet, da komme ich wieder raus. Und dieser Weg ist auch zu. Das bedeutet, der Weg funktioniert nicht. Ich könnte nur versuchen, über den Acker. Aber da ist ja auch der Weg versperrt. Also entweder komme ich da nochmal hin oder ich habe es wirklich verkackt beim Herkommen, den den Dietrich zu holen. Aber na gut. Müssen wir mal schauen. Oh, jetzt aber dunkel. Na, jetzt geht's wieder. Sieh an. Hat tatsächlich einer überlebt. Du hältst wohl einiges aus. Oh. Hm. Sollte ich sie kennen? Oh, du bist nicht von hier. Nein. Umso besser. Du wirst Mutter Miranda gefallen. What? Oh. What? Hör auf zu jammern. Wir sind fast da. Was die Isen alles aushält. Wer ist das? Ein korrumpierter Van Helsing oder was? Das Design gefällt mir sehr gut. Ihr könnt mit ihm doch gar nichts anfangen. Und meine Töchter bieten Fremden so gerne etwas Unterhaltung. Überlasst den Sterblichen dem Haus Dimitrescu. Ich verspreche euch, dass man die Menschen... Lass mich sehen! Was? Du meinst... Schnauze alle beide! Oh. Ihr wollt doch bloß allein mit dem spielen. Wo bleibt da der Spaß? Lasst ihn mir. Und ihr kriegt eine Show, von der jeder was hat. Oh, wie langweilig. Noch eins von deinen kindischen Spielchen? Was zählt ist, dass er leidet und dafür garantiert... Ja, ja, du schneidest ihm in deinem Schloss den Schwanz ab und bla bla bla. Gut, ich habe euch gehört. Manche Argumente waren weniger überzeugend als andere, aber ich habe mich entschieden. Heisenberg, ich überlasse ihn in deine Obhut. Mutter Miranda, ich bitte euch. Heisenberg ist viel zu unreif und euch nicht annähernd so ergeben wie ich. Gebt den Mann in meine Hände und ich bereite alles vor. Halt deine Klappe und komm drüber weg, verdammt! Such dir woanders was zu essen. Halt den Mund, Kind. Jetzt reden die Erwachsenen. Ich bin das Kind. Du bist doch diejenige, die Miranda widerspricht. Du kannst Verantwortung nicht mal tragen, wenn sie an deinen Hammer geschmeißt wäre. Werd doch größer. Vielleicht ist irgendwann Platz für dein Ego. Darf ich vielleicht auch mal was sagen? Schweigt! Meine Entscheidung gilt. Es wird nicht diskutiert. Oh. Vergesst nicht, wer ihr seid. Ich danke dir, Mutter. Ha. Lycans und Gentlemen, danke für eure Geduld. Mögen die Spiele beginnen! Bin gespannt, was du machst, Ethan Winters. Los geht's! Nein! 10, 9,
7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, Showtime! Verfluchter Mist! Gut, Tor. Lauf um dein Leben! Warum höre ich dich in meinem Kopf? Raus aus meinem Kopf! Nope. Ich weiß nicht, ob das so eine schlaue Idee war. Weiter so, Ethan! Nein! Du schon wieder! Hallo, Hagrid! Nein, aua! Was habe ich hier getan? Hagrid! Nein, ich war immer ein lieber Harry! Autsch. Aber Hagrid, du bist so alt geworden. Du lebst noch? Mehr tot als lebendig. Oh. Was? Ethan Schaschlik. Wo muss ich lang? Da. Ich hab's gesehen, ich hab's gesehen. Beachtlich. Halt die Geschichten über dich sind also wahr. Ich weiß nicht, ob ich da hin will. Du dachtest doch nicht, ich lass dich gehen, oder? Hallo, ich bin... Donner und Moreau wollen unterhalten werden. Nein! Wow. Es ist Zeit für das blutige Finale dieser großartigen Show. Was ist das für ein... Doch nichts über frisches Hackfleisch! Alter! Das war knapp. Hackfleisch verstehe ich, aber... Bro! Haben die vielleicht Rose? Besorgt ihr woanders was zu essen? Herrlich. Oh, Muni. Ah, das Pistol-Muni. Ich kann beides nicht herstellen. Huh. Nee, Ethan ist cool. Mach ihn nicht. So, Heisenberg scheint echt eine kleine Macke zu haben, aber ich finde es ganz gut, dass er der überlasst in dem Hause, die Mitrescu. Ich weiß nicht, ob ich hier hin will. Na gut, ich kann nur hier hin. Äpfel! Stimmige Pflaumen. Lecker. Kann ich hier noch irgendwas mitnehmen? Kann ich hier irgendwie hin? Will ich hier irgendwie hin? Ah ne, von da kam ich. Okay, also muss ich doch den Aufzug entlang. Lycans and Gentlemen. So. Ein bisschen Kohle ist immer gut. Die Frage ist nur, ob man sich natürlich auch eine schnelle Vogelscheuche aufstellen, indem man einfach keine Attrappen nimmt, sondern einfach was Ernstes. Ich habe mal Kraut gefunden. Cool.
Ist jetzt die Frage, ob ich mein Inventar mit Erste Hilfe zumüllen will oder nicht. Oder ob ich einfach die Rohzutaten erstmal ein bisschen behalte. Und somit könnte ich ein bisschen Platz sparen. Ich habe auf dich gewartet, Ethan Winters. Sie kennen meinen Namen? Es gibt wohl kaum jemanden, der ihn noch nicht kennt. Ein Held hängen? Auf der Suche nach seiner Tochter. Das ist mein Penis, was da hängt. Schloss ist doch in Originallänge und Größe. Nicht? Oben rechts. Ja, sie aber auch. Ich bin nur ein einfacher Kaufmann. Du bist eine fette Schwabbelsau. Alter. Bitte verzeih mir. Nenn mich Duke. Nun zum Geschäft. Waffen, Munition, Heilmittel. Ich habe alles, was man so braucht. Warum hilfst du mir? Na dann, sieh dich, da ist ein Geschenk für dich angekommen. Mhm. Verbessern Sie die Waffe. Ist vielleicht gar nicht schlecht, aber ich habe nur 2000, also... Meh. Okay, das kann ich verbessern, das kann ich verbessern, aber das kostet alles so viel. Ankauf, alles hat seinen Preis. Achso, verkaufen, okay. Nee, eigentlich die Lemmy. Ich habe gerade aufgestockt. Was haben wir denn hier? Zusatzkoffer. Erhöht die Anzahl an verfügten Inventarplätzen. Dietrich. Ah, ich kann die Sachen jetzt also gratis kaufen, die aus dem DLC drin sind. Bis zu 30 Pistolenmunition. Bis zu 15. Ich verstehe. Was sind das? Waffenaccessoire Mr. Everywhere. Spezialzubehör für eine Pistole. Sorgt für beschwingliches Ballervergnügen. Bonus aus dem Traumapaket. Wusste ich doch, dass dich das... Ernsthaft. Damit kannst du ganze Herr... abschlachten. Sie da fragen wir mal nicht. Wahrscheinlich. Es ist Traumapaket, also ich weiß nicht, ob das ein Vorbesteller-Ding ist oder nicht. Erste Hilfe habe ich eigentlich genug. Ich würde gerne sparen für die Werkstatt. Wenn du willst, kann ich deine Waffen aufrüsten. Gegen eine kleine Gebühr, versteht sich. Ansonsten Pistolenmunition hatte insgesamt 30. Das bedeutet 150 pro Schuss. Warte mal, was ist denn das? Samurai Edge. Okay. Aha. Das für 200. Das war, glaube ich, auch noch in dem Dingsbums mit drin. Und hier können wir Sachen herstellen, wie zum Beispiel bessere Geschosse und so. Also die Baupläne. Aber dafür haben wir nicht genug Kohle. Bis nächstes Mal. Warte mal. Schnellzugriff auf oben. Aber... Das ist die gleiche. Dann könnte ich eigentlich... Die Frage ist, kann ich jetzt... Ich kann nur die Lemmy verbessern. Oder allgemein. Das hat ein alter Freund von mir immer gesagt. Warte mal, ich will noch mal gucken, ob ich das... Die Fresse, du Fettsack. Oh ja. Yeah. Ich will gucken, ob ich die Lemmy vielleicht verkaufe. Keine Sorge, du kannst es jederzeit zurückkaufen. Okay, das ist doch schon mal super. Irgendwas für 50 würde ich gerne. Die Sicherstellung von Waren hat oberste Priorität. Glaub mir, mein Freund.
Schwere Zeiten, Ethan? Ja, Pistolenmunition. Ich kaufe mir jetzt erstmal das hier. Bis nächstes Mal. Ja. Jetzt kann ich erstmal ein bisschen aufräumen hier. Der hat eben irgendwas gesagt, das würde ich gerne triggern. Einfach aus dem Aspekt her, weil ich glaube, das ist das, was ich denke. Aber ich kann es leider nicht sicher sagen. Ah, die Dietrich sind also Verbrauchsgegenstände. Das bedeutet, wir sollten immer mal ein, zwei davon in der Tasche haben. Ich hoffe, das ist... Ich weiß nicht, wie oft die gebraucht werden können. So, übrigens, das habe ich bei Resi 4 auch gemacht. Dementsprechend entspannen wir uns mal. So, erstmal nachladen. So, dann ist die richtige eigentlich besser, wenn man sie verbessern kann. War das eine Anspielung auf den alten Händler bei einem Resi? Ja, ich glaube, das war, Du willst dich nur umsehen, tu dir keinen Zwang an. Was müsste die Anspielung von... Danke für deine Treue! Ja, ja, du bist sowieso die einzige Sau hier. Ich glaube, das war bei Resident Evil 4. Over here, stranger. What are you buying? Stranger, stranger. Ah, I buy it. I'll buy it in a high price. Okay, das kennen wir jetzt aus der Demo. Oh, wir kommen hier nicht mehr raus. Wo ist der kleine Fetti? Wo ist der nur hin? Wo ist der nur hin? Was gibt's hier? Hier gibt's noch ein bisschen Money. Okay, Money finden wir hier ganz gut. Wir sind Heisenberg also entkommen. Ansonsten gibt es hier nichts, ne? Die drei Töchter, Bella, Cassandra und Daniela. No, die waren mal so süße Mädels. Ich spiele übrigens auf normal, nicht auf schwer. Und nicht auf leicht. Das bedeutet für mich, ich muss ein bisschen aufpassen. Ist zu. Von der anderen Seite verschlossen. Nee, geht nicht. Okay. So. Was haben wir jetzt? Jetzt kann ich mich wenigstens mal ordentlich umgucken. Ist da irgendwas drin? Nein. Meine Demo auch noch zu. Hier war übrigens in der Demo der kleine Specki. Ich glaube, wir sind später einfach. Was? Norster, ein Handwerker des späten 19. Jahrhunderts, wurde in seinem Heimatland als Ketzer gebrandmarkt. Er wanderte umher, bis er sich dort schuf er Kugellabyrinth. Ah, das kennen wir ja doch. Das kennen wir doch. Das kennen wir doch. Aber hier war doch eigentlich der Dicke. Aber das war nur in der Demo. Dementsprechend glaube ich nicht, dass... Ich glaube, der ist später nochmal hier. Die Frage ist nur... Ne, von hier kamen wir. Von hier kamen wir. Dann gehen wir nach drüben. Kennen wir schon. Bei dir ist es normal... Bei dir ist immer normal oder leicht. Ja, das stimmt. Obwohl ich glaube, es wäre besser gewesen, wenn ich leicht gespielt hätte. Aber es geht aktuell. Also Munitionsprobleme habe ich nicht. Geht es nicht weiter, dann muss ich hier lang. In der Demo waren hier die Dinge alle offen. Finde die vier... was findet der vier Engel Antlitz? Och nee. Suchst du nach Rose?
Was wollt ihr denn von meinem Kind? Was ihr alles abkriegt. Komm schon, ich hab nur noch... Au! Nenn mich es Blut. Ei! Aua! Ich bin doch kein Stück Fleisch. Ich habe Rechte. Ich bin ein Individuum. Mädels! Das geht auch einfacher. Aua. Mutter, ich bringe frische Beute. Ihr seid so gut zu mir, Mädchen. Oha. Ah, gut. Dann zeigt mal her. Ach, sieh an, Ethan Winters. Bist den kindischen Spielen meines Bruders entkommen? Ja. Dann zeig mal, was du zu bieten hast. Na, zeigt ihr doch mal, was ihr zu bieten habt, Mädels. Na. Nein! Warum? Ich blut doch schon überall. Schon etwas abgestanden. Dann lasst ihn uns gleich verspeisen, Mutter. Ich war es, die ihn geschnappt hat. Na, na, Mädchen. Erst wo bleiben eure Manieren? Mutter Miranda. Aber später... Später bekommt jede ihren Anteil. Oh, nee. Zieht ihn hoch. Hey. Au! Pass besser auf, was du sagst, Ethan Winters. Resident Evil Horror Game 1990, Horny Game 2021. Auf diese Art von Bekanntschaft kann ich verzichten. Warum? Au! Das kann doch kein normaler Mensch sein. Der muss doch schon längst sterben. Sie sind doch völlig krank. Ja. Jetzt kann er dem Mr. Spock groß ohne Probleme machen. Das Weinglas nehme ich mal mit. Schätze. Untersuchen. Finde ich hier irgendwas? Nee, ne? Ist aber ein schönes Weinglas. Das gefällt mir. So vom Design her. Nur das Glas ist ein bisschen verkratzt. Lady Dimitrescus blutrotes Weinglas. Na super. Warum haben die meine Waffen nicht abgenommen? Sind die Idioten? Naja gut, die sind alle ein bisschen retardet im Schädel. Blut hier, Blut da. Alter, hier fehlt eindeutig ein Kerl. Oh. Ja, definitiv. So, was mit dem Heisenberg los ist, weiß ich auch nicht. Der hat auch irgendwie... Was? Kleinganove? Und der Dietrich ist verbraucht. Das bedeutet, er hat eigentlich... Ich weiß nicht, ob die 1000 Dollar für Dietrich... Mädchen bei der Ernte. Oh, die haben Spaß. Warum nicht so? Warum nicht so? Warum muss es immer so extrem sein? Nein, natürlich nicht. Erstmal wie ein Stück Fleisch überall aufhängen.
Das ist super. Das ist verschlossen. Auf jeden Fall, Justin, da gebe ich dir vollkommen recht. Hallo Ratten, ich bin euer Freund, ich bin jetzt einer von euch. Ich lebe jetzt ab sofort nur noch hier. Ich lebe jetzt ab sofort nur noch hier. Irgendwas Rostiges haben wir genommen. Wir haben viel Arznei. Und wir haben gar nicht mal so wenig Muni. Das ist okay. Also sollte man vielleicht aufstehen. Okay, der Ring ist eigentlich schon ganz cool mit so einem schwimmenden Auge da drin. Das hat schon was. Das hat schon was. Aber warum hat er den anderen Ring nicht weggeschmissen? Warum hat er den anderen Ring weggeschmissen? Der war doch bestimmt auch irgendwas wert. Ich glaube auch, dass der Ethan irgendwas drin hat, weil das, was der alles mitkriegt hier, das kann doch nicht normal sein. Wo haben Sie Rose hingebracht? Okay, ich verstehe. Die wissen auf jeden Fall, wo wir sind. Ich würde natürlich gucken, ob wir das eine oder andere nochmal aufmachen. Machen wir mal zu für den Fall. Ah, hier waren wir schon. Ich glaube auch, dass die Ethan irgendwas hat. Hier in dem Gang gibt es also noch was. Ich sehe nichts. Wirklich original. Fast nichts. Erstmal alle Vasen kaputt machen. Aus Protest. Aber hier ist noch was. Sonst, ich finde es ganz gut, dass die Sachen hier so ein bisschen rot und grün platziert sind. Dass wir wissen, was wir schon abgegrast haben. Das ist schon mal eine sehr hilfreiche Sache. Chemikalie. Das bedeutet, ich könnte Kugeln herstellen, aber nur wenn ich brauche. Kristallfragment, ist das sowas wie die Spinels? Schätze, ja. Weinglas, wertvoll, wertvoll. Okay, kriegst ein Stück weißes Mineral aus der Region. Okay. Und jetzt ist das Ding auch blau. Super. Jetzt gehe ich aber noch mal kurz Pipi machen.
So. Ja, Entschuldigung. So, ich will mal was gucken. So, wenn wir mal was gucken. Meine Mitbewohner haben nämlich gesagt, morgen soll es richtig warm werden. Nee, geht eigentlich. So, gut, wir haben hier alles. Das Ding eigentlich ein Schalldämpfer? Kaufmannszimmer. Gut, das wissen wir ja, dass, was das Problem beim Kaufmannszimmer ist. Ah, der ist da. Alter, das ist so, auch so ein Riese. So sieht man sich wieder. Duke, was machen Sie hier? Bist du da reingekommen? Wenn es was zu verdienen gibt. Und, hast du deine Tochter gefunden? Nein. Wenn sie wirklich hier ist, hält die Herrin des Hauses sie doch sicher in ihren privaten Gemächern fest. Denkst du nicht? Dimitrescu? Genau die. Sieh dich doch mal dort um. Warum hilft er uns? Vielleicht hast du Glück. Apropos Umsehen. Brauchst du irgendwas? Immer. Immer. Warte mal, ich will mal was gucken hier. Das kann hier nicht verwendet werden. Schade. Willkommen. Hallo. So, What are you buying? Das hat ein alter Freund von mir immer gesagt. What are you buying? Oh, herrlich. So, Feuerkraft sind wir bei 560. Was kann ich hier denn kaufen? Oh, 16.000 will er dafür haben. Die hat aktuell, warte mal, ich will mal was gucken. Die hat aktuell eine Schussfeuerrate von 110, Feuerrate 0,4, 2,6 und 9. Kann aber nicht verbessert werden. Die hat 100. Die ist aktuell ein bisschen schlechter. Heilung, Munition, Waffen, Zubehör. Also die Lemi ist standardmäßig ein bisschen schlechter als die Samurai Edge. Eine auf die Bekämpfe von Biowaffen spezialisierte Pistole von Albert Wesker. Aber wenn die kann bis zu viermal verbessert werden. Das bedeutet, es dauert ein bisschen. Die hätte ich nicht verkaufen dürfen. Die hätte ich nicht verkaufen dürfen. Heißt das Stecher? Nein. What are you buying? Bedeutet, was willst du denn kaufen? Und zwar der Händler aus Resident Evil 4 hat, was das angeht, einen sehr interessanten Akzent. What are you buying? Und der hat immer gesagt, what are you buying? Hello, stranger. Over here, stranger. Ja, und solche Sachen halt. Also der war schon ziemlich cool drauf. Empfangszimmer, gibt's noch was? Renrick, Lieferung, ein Mann, drei Frauen. Miranda, Treffen mit Lady Dimitrescu. Der Duke, Geschäftsgespräch. Okay, hier ist also nur ein Empfangsbuch, wer wo was gemacht hat. Hier gibt's noch was. Und das war's dann auch schon.
nichts passiert. Okay, das Waffenteil. Nee, ich glaube, der heißt der Stretcher oder so. Nicht Stecher. Es kann aber auch sein, ich weiß es nicht ganz. Duki Maus, wo bist du denn? Achso, der ist da unten. Ich kann nochmal nachgucken. Ich habe da jetzt gar nicht so drauf geachtet. Das ist, glaube ich, so ein, so. Becky, aufwachen. Du willst dich nur umsehen. Tu dir keinen Zwang an. Was haben wir denn hier? Das ist Stecher. Spezial. Was? Spezialzubehör. Für eine Flinte. Erhöht die Feuerrate beträchtlich. Ah, okay. Und das ist das erweiterte Magazin. Bleib okay. Vorsichtig. Ja, ich bin vorsichtig. Warum greift keiner die Händler an? What the fuck, warum? Pistolmunition, das gefällt mir. Die Haupthalle ist noch nicht wirklich fertig. Das ist... Alter, was für Lippen. Das ist auch bestimmt von der Großen da. Aber warum kann man sich das angucken? Das muss doch irgendeinen Grund haben. Ist mir schon klar, dass sie Blut trinken. Das habe ich ja schon gesehen. Das war ein bisschen abgenutzt, aber ansonsten... Okay, das kann ich auch nicht kaputt machen. Das ist vielleicht von Wichtigkeit. Verstehe ich jetzt nicht so ganz. Will ich da hoch? Haupthalle haben wir. Das ist von der anderen Seite verschlossen. Super. Gut, was wir haben, haben wir. Okay, von da kamen wir. Das bedeutet, hier geht's hoch. Ist jetzt die Frage... Hier gibt es noch was zu entdecken. War aber klar. Muni, Kohle. Okay, das könnten wir herstellen, aber wir haben eigentlich genug. Das ist doch auch zu. Okay. Wir müssen bestimmt hier rein. Weinraum. Wieder ein bisschen Muni. Na, es geht, würde ich sagen. Also so schlimm ist es jetzt nicht. Warte mal, ich gehe jetzt erst nochmal in den Weinraum. Ich will erst mal gucken. Aber hier gibt's doch noch was.